GZSZ Star Jörn Schlönvogt Ghost Schlager und meint es wirklich ernst. Gute Laune, ein Strahlelächeln und lässige Tanzeinlagen auf der Klippe. Auch wenn es diese dynamischen Bilder kaum vermuten lassen, überkommen Jörn im Hinblick auf die Schunkelmucke aber nicht nur positive Gefühle. Ich bin ein bisschen traurig, weil momentan drängen wirklich alle Leute in den Schlager, die es gar nicht fühlen und gar nicht richtig wollen und wollen dann den schnellen Euro verdienen. Und du sitzt 4 Jahre lang zu Hause und schreibst an einem Album und das wirkt jetzt auch so, als würde ich da jetzt einfach reinrutschen. Dem ist aber nicht so. Ich habe wirklich mein Herzblut da reingesteckt. Ja, ja, schon gut. Dann zeig uns doch mal, was du kannst. Ich würde gern alle deine Küsse in goldenen Gläsern konservieren. Dann könnte ich sie, wenn du mal weg bist, nochmal auf meinen Lippen spüren. Ich hätte gern alle deine Tränen gefroren in meinem Tiefkühlfach. Ich würde sie auftauen und vernaschen, so nach und nach. Ah ja, Küsse konservieren, Tränen einfrieren und dann vernaschen? Erklär uns doch mal näher, was du damit meinst. Es ist einfach so, dass man in einer Beziehung am liebsten die schönen Gefühle konservieren möchte, ja, für später, für die Zukunft. Es kann ja auch sein, dass man sich irgendwann wieder verliert und dieses Gefühl dann so sehr vermisst, dass man es auch einmal spüren möchte. Background Girl und Freundin Syrer scheint jedenfalls genau zu wissen, wovon ihr Liebster da spricht und übersetzt seine Worte hier in Bildsprache. Na, bei so charmanter Unterstützung kann sicher nichts mehr schiefgehen. Shia LaBeouf in Therapie. Merkwürdiges Verhalten, Pöbelattacken, eine Verhaftung und Alkoholprobleme. Zeit für den Schauspieler, die Notbremse zu ziehen. Doch Rückzug in eine Reha? Fehlanzeige. Shia macht's lieber ambulant und wird jetzt nach einer Session von Paparazzi erwischt. Die wollen natürlich wissen, ist Shia süchtig? Macht er ein Anti-Aggressionstraining? Doch Shia schweigt und bleibt überraschend friedlich. Bedankt sich sogar bei einer Fußgängerin, die ihm ohne Erfolg die Fotografen vom Leib halten will. So schlecht scheint es Shia Gott sei Dank nicht mehr zu gehen. Ganz schön geheimnisvoll. Neue Mama Nora Tschirner erscheint mit ihrer Band Prag beim Toyota-Event. Was uns natürlich brennend interessiert, sind ein paar niedliche Baby-Details. Denn Bilder oder Paparazzi-Aufnahmen von Mutter und Kind sucht man vergeblich. Und Nora, wie ist es denn als Mama? Ich muss gerade ganz kurz... Ah nee, ich krieg einen Anruf. Warte mal, ich hab dieses neue... Das ist ganz ungünstig, weil ich bin im Interview mit Promiflash und wollte gerade super viel über mein Privatleben erzählen. Ich habe so eine Dokumentation gedreht über mich, bei mir zu Hause. Es ist ein guter Film, ist geil. Ja, es geht halt um mich. Ne? Na klar, typische Albereien statt Tacheles. Aber verständlich, behalte deinen glücklichen Familienfilm ruhig für dich, liebe Nora. Sie ist wieder da. Nach den Verlobungsgerüchten ihres Ex Oliver Pocher zeigt sich Alessandra erstmals wieder auf dem roten Teppich. Wie ist denn das Verhältnis momentan so? Ja, also natürlich. Wir haben 3 kleine Kinder, alles ist wunderbar. Wir haben ein sehr gesundes und respektvolles Verhältnis. Wir verstehen uns gut. Wir müssen noch einige Jahre miteinander auskommen. Und deswegen denke ich, dass es keinen Grund gibt, das nicht freundschaftlich zu machen. Eben. Und angeblich soll Amor auch bei Alessandra mal wieder ins Schwarze getroffen haben.